Schwestern, meine lieben Brüder. Als ich heute Morgen kurz vor 7 in Richtung Kirche gegangen bin, zum Morgengebet, ging gerade die Sonne auf. Und es fiel dieses schöne, rote Morgenlicht der aufgehenden Sonne von außen auf unsere von außen durchaus ein bisschen schmuddelig aussehende Kirche. Und sie wurde in diesem Licht schön. Und es war für mich so etwas wie eine Hinführung zum heutigen Evangelium. Ich weiß, es ist ein bisschen anrüchig, wenn man sagt, in einem solchen Licht ist sogar Burbach schön. Aber genau darum geht es ja, dass uns hier ein anderes Licht trifft. Indem unser Leben, in dem wir uns normalerweise herumtummeln oder herumschlagen und durchschlagen, anders aussieht. Wir beginnen die zweite Fastenwoche. Einige von Ihnen haben die etwas hartgesottenen Empfehlungen mit nach Hause genommen. Ich weiß nicht, wer sie befolgt. Ich habe bisher eigentlich wenig Echo gehört. Das sind wirklich stramme Regeln zum Fasten, die eben einen Unterschied machen. Und wir können uns einmal ja jede und jeder für sich fragen, wie sieht denn meine Zeit jetzt so aus am Beginn der zweiten Woche? Ist es schon wieder so in normalen Kram alles untergegangen? Ist egal, ob wir jetzt gerade Fastenzeit haben oder ob wir Ostern feiern oder ob es kurz nach Weihnachten ist oder sonst etwas. Alles ist irgendwie langweilig gleich. Wenn wir Sonntag für Sonntag jetzt diese großen, alten, wichtigen Evangelium der Taufvorbereitung hören, dann ist das Hören dieser Evangelien zunächst eine Erlösung aus dieser Gleichgültigkeit, aus dieser elenden Langeweile, dass immer alles dasselbe ist. Es sind Evangelien eines christlichen Realismus. Am letzten Sonntag das Evangelium von den Versuchungen Jesu und von dem, wie wir sie bestehen können und dass wir nicht sozusagen diesem teuflischen Kram von Geld auf dem Leim gehen. Und die ganzen Tage über hören wir so etwas wie Instrumentarien, wie wir in dieser Zeit leben können, wie wir sie bestehen können. Und es ist nicht von ungefähr, dass wir ausgerechnet gleich am zweiten Sonntag, wenn man sich sozusagen wirklich einmal auf diesen Weg eingelassen hat, was es bedeutet, den Leib in Zucht zu nehmen. Durch Fasten, durch Gebet, vielleicht auch durch den Entzug von Schlaf, dass uns dann ein Evangelium der Schönheit ausgerichtet wird. Etwas Schönes wird uns gesagt. Es ist kein Zufall, liebe Schwestern und Brüder. Wir neigen dazu, und wir werden gleich beim Blick ins Evangelium sehen, dass es nicht nur unser Problem ist. Wir neigen dazu, alle Erfahrung zu vulgarisieren, einzuebnen, entweder zu hinterfragen oder zu sagen, naja, was ist denn da jetzt schon Besonderes? Hier Petrus ist unser Kronzeuge. Wir hören, Jesus wird vor ihren Augen verwandelt. Und wenn wir es vom Ende des Petrus her betrachten, wird er später in einem Brief genau auf diese Stelle zurückkommen. Und wir können spüren in dem, was er dort schreibt, in seinem Brief, jene Erfahrung, die ihn dann doch so gepackt und beeindruckt hat, was ihn zunächst offenbar gar nicht berührt hat. Er, sagen wir es noch einmal so, er vulgarisiert diese Situation. Das ist so ähnlich, wie wenn Leute heute auf einen Berg steigen. Sie haben ein unglaubliches Panorama vor sich. Eine großartige Erfahrung, die durchaus Anstrengung kostet. Und was machen sie? Die ganze Zeit mit dem Handy beschäftigt, machen Fotos. Man muss es ja dann hinterher auch jemandem zeigen. Statt sich eine Sekunde zu gönnen, um diese Aussicht einmal wirklich ohne diesen ganzen Kram einfach zu genießen, sich beeindrucken zu lassen. Petrus macht das Gleiche hier, er hat kein Handy, keine Sorge. Aber er sagt, oh, komm, wir bauen 3 Hütten. Also irgendwie sowas machen, was wir können, was uns vertraut ist. Natürlich liegt darin auch eine Überforderung.
Er kann gar nicht richtig auf diese Situation eingehen. Sie überfordert ihn. So etwas hat er noch nie gesehen. Und er erfährt hier mit den anderen zum ersten Mal, wer denn dieser Jesus wirklich ist. Irgendwie eine Ahnung hatten sie davon. Sie konnten ja in dem Ruf, kommt, folgt mir nach, sie konnten ihm nicht widerstehen. Aber jetzt plötzlich bricht dieses Licht, dieses göttliche Licht ganz aus Jesus heraus. Er zeigt sich so, wie er ist. Wir hören dieses Evangelium nach einer guten Woche all der Mühe und Anstrengung, wenn man sich denn ihr unterzieht in der Fastenzeit, als ein Evangelium der Schönheit. Und es ist nicht dieses einmalige Geschehen von damals, das uns ausgerichtet wird, sondern es ist eine Auskunft über uns selber. Dass wir selber immer wieder geführt werden, hingebracht werden an die Schwelle jener Unerreichbarkeit, jenes Lichtes, das unser ganzes Leben beeindrucken will, uns formen will, uns prägen will. Unser Tabor, liebe Schwestern und Brüder, ist die Liturgie. So hat sie sich immer verstanden. Ist die Schönheit der Liturgie, geradezu der eucharistischen Liturgie. Sie muss schön sein. Sie muss den Ausdruck und Ausfluss eines Lichtes sein, das uns prägt und beeindruckt. Denn es muss ja auch, gerade in diesen Wochen, wenn das alles so anstrengend ist und wenn wir dann irgendwann erschöpft seufzen, oh, ich kann kein Gemüse mehr sehen. Es ist ganz normal. Dazu braucht es etwas Schönes. Das ist der Realismus des Christentums, dass beides miteinander verbunden ist. Aber dass das Schöne den richtigen Stellenwert hat, dass wir uns nicht in Ersatzformen suchen, sondern dass es uns eigentlich immer erst trifft und beeindruckt, wenn es von Gott selber herkommt. Deshalb muss Liturgie schön sein. Und wir neigen heute dazu, sie immer mehr zu vulgarisieren. Wir sagen dann, ja, wir müssen aber doch vorkommen, als hätte es hier eine Liturgie gegeben, in der wir nicht vorkommen. Natürlich gibt es Fehlformen, das weiß ich auch. Aber es ist eine ganz merkwürdige Entwicklung sozusagen, wenn man jetzt auch in offiziellen Dokumenten lesen kann, wir müssen sozusagen das abbilden, was die Wirklichkeit unserer Gemeinde ist. Und wir wissen das ja hier geradezu von unserer Kirche. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie wieder hergerichtet wurde, hat man die ursprüngliche Ausmalung, die sehr byzantinisch war, wie man das vor 100 Jahren eben gemacht hat, sie war komplett ausgemalt, die alten Fotos, die ersten Fotos zeigen das, hat man sie grau gestrichen innen. Außen war auch alles grau, wie das halt im Saarland damals hier so war, von der Industrie. Und die, die das verantwortet haben, haben gesagt, es muss drinnen auch so aussehen wie draußen. Heute sind wir ein Stück weiter und sagen, welch ein Denkfehler. Denn die, die in der Kohlegrube, in der Hütte gearbeitet haben, wollten sonntags nicht auch noch was Graues sehen, was sie die ganze Woche hatten. Sie wollten eine Verheißung spüren. Sie wollten ein Licht sehen. Ja, sie wollten auch in diesem Gebäude, das heute Morgen im Licht der aufgehenden Sonne so schön aussah, sie wollten zu jenem Tabor geführt werden, der jede liturgische Feier ist. Die Messe, liebe Schwestern und Brüder, ist für uns jedes Mal ein Tabor-Ereignis. Niemand kann sein ganzes Leben in der Messe bleiben. Es gibt keine Messe, die so lange dauert, selbst unsere nicht. Es ist ein Aufleuchten, liebe Schwestern und Brüder. Ein Aufleuchten jenes göttlichen Lichtes, wo Christus sich zeigt, mit Mose und Elia. Indem wir der Schrift zuhören und damit Christus zuhören, der auch im Gesetz und in den Propheten spricht. Es ist das Geschenk des Auferstandenen, wenn er den Jüngern sagt und ihnen den Sinn der Schrift erschließt. Auch hier im Evangelium klingt das an. Wir sehen Christus und hören ihn auf dem Tabor im Licht Gottes, wie er zu uns spricht. Und wie er dann auch den Weg vollendet in Kreuz und Auferstehen
und sich mitteilt in seinem Sakrament, sich selber austeilt, damit wir auch die Niederungen der Täler, die wir zu durchwandern haben, weil wir nicht immer auf dem Gipfel bleiben können, damit wir sie durchstehen. Aber dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, generell jetzt auf dem Weg nach Ostern, generell auf unserem christlichen Weg, auf unserem Lebensweg, dazu wird uns dieses Evangelium heute gesagt und dazu gibt es diese eucharistische Feier, zumal am Sonntag, dass sie uns immer wieder mitnimmt auf den Tabor, wie wir das am Beginn gesungen haben in diesem schönen Lied. Herr, nimm auch uns zum Tabor mit. Und wir sollten diese Schönheit dieser Erfahrung, wir sollten gut Sorge darum tragen. Denn während wir da noch herumtun und in Aktionismus verfallen, wie Petrus das hier tut, spricht Gott selber zu uns und handelt an uns. Und wird auch uns, wenn wir denn wirklich den Moment erreichen, da uns ein Schrecken packt, in wessen Gegenwart wir hier eigentlich sind, auch zu uns sagen, habt keine Angst. Aber wir sollen beeindruckt sein von diesem Licht und der Schönheit dieser Erfahrung, dass sie den Rest des Weges gut gehen und bestehen.